Fitness mit Marc Folge 275. Herzlich willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber, direkt aus Hamburg. Den Damen hält er immer die Tür auf. Marc Maslow. Moin moin, hier ist Marc Maslow, dein dranbleiben Fitnesscoach von marathonfitness.de. In der heutigen Folge habe ich jemanden zu Gast, einen ganz besonderen Leistungssportler. Er ist Leichtathlet, der auf Sprint und Mittelstrecke, also 400 und 800 Meter, spezialisiert ist und zu den absoluten Top-Sportlern der Welt gehört. Er gewann 2012 die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen, also den Paralympics. 2016 gewann er in Rio Bronze, wurde 2013 und 2017 Para-Weltmeister über 400 Meter. 2018 gewann er die Europameisterschaften über 400 Meter in Berlin. Und inzwischen sattelt er um, er ist 32 Jahre alt, von der Sprint-Leichtathletik 400 Meter auf Triathlon-Sprint. Und das ist ganz spannend, wie er diesen Schritt jetzt geht. Übrigens, Fun Fact, 2012 nahm er an der Promi-Variante der Millionenshow teil. Das ist die österreichische Variante von Wer wird Millionär? Und er gewann 75.000 Euro. Die spendet er an die österreichische Sporthilfe. Ja, und jetzt kannst du dir wahrscheinlich schon denken, aus welchem Land mein heutiger Gast kommt. Ja, er kommt aus Österreich, genauer aus Salzburg und ist neben dem Leistungssport auch noch, ja, es kommt noch besser, Unternehmer. Er hat nämlich ein Startup gegründet, bei dem es auch um Sport geht. Ja, und über all diese Dinge reden wir in der heutigen Folge. Über Leichtathletik, über Sprint, über mentale Stärke, über das Setzen und Erreichen von sportlichen Zielen und die Balance zwischen sportlichem und beruflichem Erfolg. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit diesem Gespräch mit Günther Matzinger. Sponsor der heutigen Folge ist Yasio. Wenn ich Dranbleiber frage, was ihnen beim Abnehmen am meisten geholfen hat, dann nennen viele das Tracken ihrer Ernährung. Das ist eine der einfachsten Möglichkeiten, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel Nährstoffe du brauchst, um Fortschritte zu machen und welche Lebensmittel wie viel enthalten. Eine gute App macht dir die Sache leicht, weil du die Lebensmittel einfach auf Knopfdruck zusammenklicken kannst, weil du häufige Sachen in Rezepte zusammenstellen kannst und Favoriten anlegen kannst. Ich verwende dazu Yasio für mein iPhone. Es gibt auch eine wunderbare Android-Version. Die Grundfunktionen sind kostenlos. Und wenn du es ernst meinst, dann empfehle ich dir sogar die Pro-Version, denn die macht dir das Tracken nochmal einfacher. Zum Beispiel durch eine riesige Rezeptdatenbank, automatisches Tracken und besonders cool finde ich das intelligente Hinzufügen von Lebensmitteln. Also das, was du regelmäßig isst, schlägt die App dir dann automatisch vor. Das macht mir die Sache leicht. Lade die App kostenlos auf fmmapp.de und die Pro-Version bekommst du über diese Adresse zum halben Preis. Also geh auf fmmapp.de, fmm wie Fitness mit Marc, app.de. Ja, mein Gast heute ist Günther Matzinger. Moin, moin, Günther. Moin, Marc. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Hast du heute ausgeschlafen? Leider nicht. Ausschlafen mittlerweile ganz selten, weil in der Früh meistens das Schwimmtraining ansteht. Und da springen wir um 7 Uhr ins Becken und dann stehe um 20 vor 6 meistens auf. Ui, okay, 20 vor 6 und dann um 7. Bist du dann schon um 7 auf Betriebstemperatur? Ja, das geht dann schon. Also so eine Stunde 20 mit Aufstehen, Frühstücken, dann zum Training fahren. Um 7 geht's dann schon, bin ich schon ansprechbar. Ah, okay. Wie bist du eigentlich so vom Typ her? Man sagt ja mal, es gibt die Eulen und die Lerchen, also die naturgemäß eher ein bisschen früher aufwachen oder die eher Langschläfer sind. Wie würdest du dich da einordnen?
Weil, glaube ich, mich kann man da nicht in eine Schublade decken. Und das Frühaufstehen, das musste ich mich tatsächlich auch dran gewöhnen. Früher bin ich ja noch nicht geschwommen, habe noch keinen Triathlon gemacht und da habe ich schon durchaus auch länger geschlafen. Mittlerweile muss ich so früh auf und am Anfang war das ganz hart und mittlerweile geht's. Also man kommt da schon rein und was mir halt hilft, ist dann wirklich das jeden Tag eigentlich durchzuziehen. Also dann nicht einen Tag um 5:40, am nächsten Tag um 7 oder um 8 aufstehen, sondern wirklich versuchen, jeden Tag, auch am Wochenende eigentlich um die Uhrzeit auf, damit ich einfach diesen Rhythmus beibehalte und dann bin ich eher am Abend hundsmüde und gehe natürlich dementsprechend früh schlafen. Und was für ein Training stand da an heute Morgen? Müsste jetzt nachschauen, klassisches Schwimmtraining bei uns. Heute war es eher grundlagenorientiert, ich glaube 4 oder 4,3 Kilometer. Das ist ungefähr so die Distanz, die man schwimmen in jedem Training. Und das machen wir aber nicht in einem durch, sondern es sind meistens irgendeine Form von Intervallen, Technik, Einheiten, 10x50 Meter, 4x100, 2x400, so verschiedenste Serien mit verschiedensten Technikaufgaben. Heute haben wir sogar einen 100-Meter-Test noch gemacht, einmal 100 Meter voll und hinten raus dann noch ein bisschen was Lockeres zum Ausschwimmen. Also 100 Meter so schnell wie es geht. Genau. Und in welchem Stil schwimmst du dann? Kraulen? Genau, Kraul ist das meiste natürlich und ist ja dann auch im Wettkampf gefordert, beziehungsweise einfach der schnellste Schwimmstil. Aber wir bauen schon die anderen Lagen auch mit ein, also ein bisschen Brustrücken und Delfin, ja, um das Ganze abzurunden. Und ich glaube, man kann auch, also die Kraultechnik profitiert sicher auch davon, wenn man die anderen Lagen gut beherrscht. Wie lange trainierst du denn so am Tag im Durchschnitt? Also ich mache so meistens 2, manchmal 3 Einheiten am Tag. Mhm. Und das sind dann im Schnitt 3, vielleicht ein bisschen mehr Stunden ungefähr. Ah, okay. Also es ist jetzt nicht super lang, aber es kommt dann trotzdem einiges zusammen. Die Schwimmtrainings dauern 1,5 Stunden. Meine Radeinheiten oder Laufeinheiten sind dann gar nicht so lang, weil die Wettkampfdistanz auch relativ kurz ist. Ich mache ja Triathlon-Sprint. Da gilt es, 750 Meter zu schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen. Das heißt, das Ganze ist dann auch in einer Stunde ungefähr wieder vorbei. Und da brauche ich jetzt nicht die ewig langen Laufeinheiten von 2 Stunden oder länger, sondern 1,5 Stunden sind so die längsten Laufeinheiten, die ich mache zum Beispiel. Um 7 Uhr warst du schon im Schwimmbad heute Morgen. Hast du denn so eine Morgenroutine, eine spezielle, die dir hilft, dann auch dann startklar zu sein? Und relativ unspektakulär, muss ich sagen. Also außer das 5:40 Aufstehen, Frühstück immer. Also das nüchtern trainieren, das mag ich nicht. Und ja, und dann geht es eigentlich schon ins Training, vielleicht noch ein bisschen Zeitung lesen, sodass ich um 7 dann ready bin. Aber wenn du jetzt erwartet hättest, dass ich hier noch meditiere oder sowas mache, nee, das ist nicht der Fall. Was gibt's denn zum Frühstück bei dir? Kaffee, nicht zu wenig. Und meistens einfach schwarz, Vollkornbrot, ein bisschen Butter, ein bisschen Marmelade oder Honig drauf. Ganz unspektakulär. Sag mal, wenn du jemanden triffst und der weiß halt nicht, was du so treibst und sagt, hey Mensch, Günther, du bist ja ein cooler Typ. Was machst du eigentlich so, wenn du nicht auf einer Party bist oder wo man sich gerade trifft? Was sagst du dann? Also auf Partys trifft man mich selten, aber die ein oder andere Veranstaltung gibt es ja dann doch, wo man hin muss. Ja, primär sage ich, bin ich schon Leistungssportler. Bis vor ein paar Jahren hätte ich auch noch gesagt Profisportler, wo ich mich wirklich tatsächlich nur dem gewidmet habe. Und ja, zweiter Nebensatz, mittlerweile auch Unternehmer. Habe eine eigene Firma und die sich sehr gut entwickelt und die immer mehr meiner Zeit in Anspruch nehmen, sodass ich schauen muss, wie ich eigentlich Sport und Business beides unter einen Hut kriege. Hier hören bestimmt auch viele zu, die vielleicht keine Leistungssportler sind, aber sich genau die gleiche Frage stellen. Deswegen würde ich auch gern später nochmal darauf zu sprechen kommen, wie du das denn so auf die Reihe kriegst. Ich habe in der Vorbereitung auch irgendwo gelesen, dass du auch Soldat bist beim Bundesheer. Stimmt das?
Das stimmt. Ganze Spitzensportförderung oder ein Großteil davon in Österreich läuft eigentlich übers Bundesheer, also den Heeressport. In Deutschland gibt's das ja auch, wo viele ja, Leistungs- oder Profisportler beim Bundesheer sind. Und in Österreich ist es so, dass die das 2016 auch für Behindertensportler aufgemacht haben. Und da war ich einer der ersten, die da reingekommen sind und bin quasi jetzt angestellt beim Bundesheer, kann mich aber voll dem Sport widmen, bin somit versichert, kriege ein Gehalt, habe hier Trainingsinfrastruktur im Olympiazentrum in Salzburg-Rief und halt auch das Backing, um den Sport dementsprechend ausüben zu können. Das wäre, ja, abgesehen von ein paar Sportarten in Österreich, wäre das ja sonst nicht möglich, hier Profisport zu betreiben. In den meisten Sportarten ist es ja dann doch so, dass die Sponsorengelder nicht allzu groß sind und die Preisgelder und die meisten Sportarten jetzt dann Nischendasein fristen. Und da ist natürlich super, wenn es hier dementsprechend Unterstützung vom Bund bzw. vom Bundesheer gibt. Das heißt, bist du denn dann auch eingebunden in, weiß nicht, Wehrübungen oder hast du so eine Grundausbildung mitgemacht? Normalerweise ist es so, ja, dass eigentlich alle Sportler, die zum Bundesheer kommen, machen so eine Grundausbildung. Das ist für die Leistungssportler ein bisschen abgekürzt, aber die machen nur einen Monat und dürfen dann schon in ihren Stützpunkt und dort der Sportart nachgehen. Bei uns Parasportlern ist es anders, weil ich offiziell ja untauglich bin. Das heißt, ich war nie beim Bundesheer und musste auch jetzt keine Grundausbildung machen, bin auch nicht als Soldat dort, sondern als Vertragsbediensteter. Also ganz normaler, ja, wie ein Büromitarbeiter eigentlich und habe deshalb auch keine militärische Ausbildung, muss auch an keinen Übungen etc. teilnehmen, sondern bin da einfach ganz normal angestellt. Das war früher nämlich der Grund, warum die gesagt haben, nee, Parasportler beim Bundesheer ist nicht möglich, weil untauglich und das erlauben quasi die Statuten nicht. Und dann gab es hier einen Sportminister in Österreich, der gesagt hat, hey, das kann es ja nicht sein. Und dann ging's. Und dann war das in ein paar Monaten auch umgesetzt. Ja, ist eine schöne Entwicklung. Ich bin gar nicht sicher, wie das in Deutschland ist, ob die Sportfördergruppe auch Parasportler beinhaltet. Weißt du das? Bin mir nicht sicher. Ich glaube fast nicht, weil ich kenne ja doch einige deutsche Parasportler und ich hätte jetzt noch nie gesehen, die in der Uniform oder irgendwie beim Bundesheer oder Bundeswehr. Nee, glaube ich nicht, dass das in Deutschland gibt. Gibt es spezielle Routinen und Rituale, die du so im Alltag hast, die dir auch helfen dabei, ja, im Training deine Ziele zu erreichen? Also Rituale und Routinen außerhalb des Sports? Ich versuche eigentlich einen sehr strikten Zeitplan eigentlich zu fahren, um mir all die Trainingseinheiten und anderen Verpflichtungen einfach extrem gut zu planen. Kriege jede Woche am Sonntag meinen Trainingsplan für die kommende Woche und kann mir das dann alles ziemlich genau eintakten und block mir auch schon lang vorher eigentlich die ganzen Trainingszeiten, so dass alles rundherum dann eigentlich ums Training organisiert ist. Aber dass das dann nicht irgendwelchen anderen Terminen, Verpflichtungen, Kundentelefonaten etc. zum Opfer fällt, sondern das steht und alles andere kommt dann da drum. Und eigentlich durch das, dass die ganzen Trainingszeiten stehen mit 2-3 Trainings am Tag, ist dann auch die Routine schon vorgegeben, weil da ist dann nicht mehr viel Spielraum im Tag. Trainierst du eigentlich 7 Tage die Woche oder gibt es einen Ruhetag? Ich trainiere 7 Tage die Woche. Es gibt einen Ruhetag, aber der ist sind halt dann 2 lockere Einheiten. Ein bis 2 lockere Einheiten. Also meistens ist es der Montag nach dem Wochenende. Wochenende kann man ja durchaus mal ein paar mehr Umfänge machen. Da hat man mehr Zeit, ist alles ein bisschen entspannter. Und am Montag ist so, da ist bei uns das Schwimmbad zu im Olympiazentrum. Da putzen die Becken immer vormittags. Und dann haben wir hier nur kurze Schwimmeinheit und vielleicht einen lockeren Lauf oder so. Das ist eigentlich der Tag so für die aktive Regeneration. Du bist ja Weltmeister als Parasprinter 400 Meter. Ja. Wie kam das eigentlich? Also wie bist du bist ja auch noch
wie alt jetzt, um die 30? Genau, ich bin jetzt 32. Ja. 32. Wie bist du dazu gekommen, dass du zum Leistungssport gekommen bist? Und ja, ich meine, Weltmeister kann eben nur einer werden und auch mehrmals da die Weltmeisterschaft gewonnen hast. Führ uns mal ein bisschen so auf deinen Weg dahin. Ja, ich bin da ein bisschen reingewachsen oder reingerutscht. Ich habe einfach, seit ich ein kleines Kind bin, Sport gemacht und habe das sicher auch meinen Eltern zu verdanken, dass die dann dementsprechendes Umfeld geschaffen haben und mich dazu auch gebracht haben, als kleinen Bub schon mit ins Training genommen. Mutter-Kind-Turnen gab es hier bei uns. Und dann habe ich das gemacht und bin dann irgendwann, Volksschule war das, im Turnverein gelandet, habe geturnt und da eine solide Turnausbildung bekommen. Aber das war weit weg von Leistungssport. Das war einmal in der Woche vielleicht. Und ich habe dann mit 8 Jahren angefangen mit Leichtathletik. Bin da zum Verein, habe einmal die Woche trainiert. Viel öfter war das damals auch nicht. Weiß nicht, ob du einen Julian Baumgartlinger kennst. Der Fußballer ist Kapitän, glaube ich, der österreichischen Nationalmannschaft mittlerweile. Spielt in der deutschen Bundesliga. Der hat mit mir damals angefangen im Leichtathletikverein. Wir haben gemeinsam trainiert. Und seine Schwester war noch dabei damals, die Mira. Also das waren so die Anfänge. Und dann ist es mit den Jahren immer mehr geworden. Irgendwann wurden dann aus einmal Training 2-mal, dann 3-mal. Und so richtig der Sprung zum Leistungssport war dann, als ich ein Jahr nach Amerika gegangen bin. Ich war mit 16, 17 ein Jahr Austauschschüler in Minnesota und bin da eigentlich so wirklich zum Leistungssport gekommen. Im Herbst Cross-Country-Season, dann Crosslauf gemacht und im Frühjahr dann Leichtathletik, wo wir wirklich dann 5-mal die Woche trainiert haben, Wochenende Wettkämpfe. Und das habe ich dann beibehalten, wie ich zurück war mit 17 und habe da das erste Mal dann auch an österreichischen Meisterschaften teilgenommen in der Leichtathletik. Alles im Nichtbehindertenbereich. Also das war ja, einfach versucht, da bestmöglich mitzumachen, habe mich da nie irgendwie aufhalten lassen. Ja, Laufen ist ja jetzt auch kein großes Problem, wenn einem ein Arm fehlt. Und wurde in der U20 dann das erste Mal Vizestaatsmeister über 400 Meter Hürden, auch im Nichtbehindertenbereich. Und das war so dann ungefähr das Alter, so mit 20, wo ich gesehen habe, hey, mit der Leistung, da wäre ja vielleicht auch international im Parabereich gar nicht so schlecht dabei. Und habe mich dann qualifiziert für Peking 2008. Das waren dann meine ersten Paralympics. Und ja, und so bin ich eigentlich dann in diese internationale Leichtathletik-Szene reingerutscht. Das wurde immer professioneller und ich hatte großes Glück. Ich bin nach Krems, ist eine Stunde von Wien, zum Studieren gegangen und habe das aber, also die Entscheidung für dieses Studium rein getroffen, weil ich gesagt habe, das Studium ist cool, internationale Wirtschaft, alles auf Englisch, das will ich weiter forcieren und so weiter. Und hat dann aber das Glück, dort einen super Trainer zu finden und damals der schnellste 400-Meter-Läufer Österreichs und der schnellste 800-Meter-Läufer Österreichs. Die haben beide dort trainiert. Und der Clemens ist dann, ich glaube, 45, 69 gelaufen auf die 400. Der Andi Rappatz 1,46 auf die 800 Meter. Und ich habe mich da dranhängen können und enorm profitiert im Training. Einfach von den Zweien. Da geht so viel weiter, wenn du 2 Leute hast, die dich jeden Tag im Training pushen, wo du dich bei den Intervallen hinten dranhängen kannst. Und das war dann so die Entwicklung, wo ich ja über 400 Meter halt dann von 54, 53 Sekunden runter auf 50 und irgendwann dann nach unter 50 Sekunden kommen bin. Was bist du eigentlich gelaufen, als du den Weltrekord gemacht hast? Also ich bin 2012 Weltrekord gelaufen über 800 Meter war das in London. Das waren damals 1,51,82. Wow. Und habe mich dann, also bei, ich glaube in Deutschland war das bei Wettkämpfen nochmal auf 1,50,77 steigern können. Das ist meine Bestleistung. Und auf 400 Meter hat es nicht ganz zum Weltrekord gereicht. Da habe ich jetzt Bestleistung 48,28 stehen. Die meisten jetzt zuhören oder fast alle sind halt Amateursportler oder einfach Hobbysportler. So hast du ja auch angefangen. Ja. Wo ist denn der
Unterschied jetzt so als Sportler, wo würdest du, außer jetzt, natürlich sind die Trainingsumfänge vermutlich auch höher, wo ist denn sonst noch der Unterschied aus deiner Perspektive zwischen Leistungssport, so wie du ihn betreibst, und Amateursport? Also ein großer Unterschied ist sicher, dass das, was ich mache, das ist alles immer auf den Wettkampf hingeplant. Wo viele Amateursportler vielleicht auch an Wettkämpfen teilnehmen, aber nicht jetzt so diesen einen Höhepunkt, das eine Ziel haben und das verfolgen. Und da ist auch ein großer Unterschied, sage ich, okay, ich mache 5 Wettkämpfe im Jahr und die mache ich alle gleich gut, oder sage ich, nee, ich habe hier WM oder ich habe Paralympics und da trainiere ich ein Jahr oder 2 oder 3 Jahre auf dieses eine Ziel, diesen einen Höhepunkt hin und ordne dann auch alles dem unter, und ich weiß ganz bewusst, okay, im Februar die Wettkämpfe, die ich da mache oder im Ding, die werden noch nicht gut sein, weil da befinde ich mich noch komplett in der Grundlage oder da haben wir die schnellen Sachen noch nicht gemacht. Und das dann alles auf diesen einen Höhepunkt hinzutrimmen, das ist, glaube ich, schon eine Eigenheit vom Leistungssport. Das andere ist eigentlich so das Drumherum, weil ich sag, die Trainingsumfänge, wenn ich mir anschaue, wie viel Leute, die auf dem Ironman trainieren, was die Umfänge machen, dann ist das nicht weniger, als ich mache. Manche Manager-Typen oder so Ehrgeizlinge, da eigentlich noch neben einem Fulltime-Job oder einer 60-Stunden-Woche dann an Sport schaffen, das vom Umfang schon gewaltig und beeindruckend. Was dann noch der Unterschied ist, ist, glaube ich, auch so im Alltag alles dem Sport unterzuordnen oder fast alles irgendwie dahin zu optimieren. Wie viel schlafe ich? Was esse ich? Trinke ich Alkohol? Gehe ich heute noch mit den Kollegen fort? Und also diese viele kleine Entscheidungen, und da gibt es Hunderte und Tausende. Und da, glaube ich, als Leistungssportler hast halt das immer im Hinterkopf und bist nicht nur während der Trainingszeit Leistungssportler, sondern den ganzen Tag lang. Und das bringt, glaube ich, ein Amateursportler nicht mit. Also dieses kompromisslose, alles dem, dieser Leistung unterordnen oder diesem einen Ziel. Also im Prinzip ist immer die Frage, okay, hilft mir diese Entscheidung jetzt, also bringt die mich näher zu meinem Ziel oder entfernt sie mich davon? Und wenn Letzteres, dann entscheidest du dich nicht dafür. Genau, zumindest versuche ich das. Immer gelingt es ja dann auch nicht. Du hattest ja eingangs gesagt, heute Morgen hast du gar nicht ausgeschlafen. Wie viel Schlaf brauchst du denn so? Ich merke, 7,5 Stunden sollten es sein, mindestens. 8 ist besser. Und ja, wenn ich es schaffen würde, wäre so ein Mittagsschläfchen auch nicht schlecht, aber das geht sich viel zu selten aus. Ich merke es im Trainingslager, wo die Umfänge dann nochmal deutlich höher sind und wir noch mehr trainieren, dann schlafe ich auch schon nochmal deutlich mehr. Wo halt auch dann die Zeit wirklich ist. Und da kommen wir dann wahrscheinlich auch auf 9 oder 10 Stunden Schlaf am Tag. 400 Meter. Also ich habe da relativ wenig Erfahrung, muss ich sagen. Ich bin die 400 Meter ein paar Mal gelaufen. Ich war ja 2 Jahre bei der Bundeswehr. Da haben wir immer zwischendurch dieses deutsche Sportabzeichen gemacht. Ja. Und was ich bei mir festgestellt habe, ich war in der Schulzeit immer ein guter Sprinter. Und alles, was aber über 100 Meter war, war ich total schlecht. Habe ich aber auch gar nicht trainiert. Also, ja. Wobei ich die Sprints auch nicht trainiert habe, aber das ging irgendwie immer ganz gut. Und dann bei der Bundeswehr haben wir halt super viel Umfänge gemacht. Wir haben halt diese Gepäckläufe gemacht, irgendwie 30 Kilometer mit Rucksack und so ein Kram. Und was ich dann gemerkt habe nachher, ist, dass ich auf der längeren Strecke halt super gute Ausdauer hatte, aber ich bin halt richtig schlecht im Sprinten geworden. Also musste ich für das Sportabzeichen dann immer die 400 Meter versuchen. Das hat dann irgendwie noch geklappt, aber es war so dermaßen unangenehm, fand ich, diese Distanz 400 Meter zu laufen, weil bei 100 Metern kannst du halt einfach Gas geben und musst dir überhaupt keine Gedanken machen. Gut, du bist sicher der volle Sprinter-Typ, hast irgendwie schnelle Muskelfasern, und da kommt ja ganz viel von der Genetik, einfach von deiner Anlage, und da gibt's Leute, die stellen sich hin und laufen 100 Meter unter 11 Sekunden. Und andere trainieren ihr Leben lang und kommen da nie hin. Das
ganz ja, stark typabhängig. Ausdauer lässt sich viel besser trainieren als Sprint oder Schnelligkeit. Selbst ein Sprinter, wenn der regelmäßig laufen geht, seine langen Dinge, der wird dann einen Marathon schaffen und auch in einer ganz passablen Zeit. Aber jemand, der diese schnelle Muskelfasern und diese, ja, quasi dieses Reaktive fehlt, den wirst du ganz schwer zum schnellen Laufen bringen. Also das ist eigentlich unmöglich. Und wie kam das bei dir, dass ausgerechnet diese 400? Ich kann mir gar nicht vorstellen, aber wahrscheinlich auch, weil ich es nicht trainiert habe, dass man das freiwillig häufiger macht, genau diese 400 Meter Strecke. Ich fand sie einfach mega unangenehm. Du bist ja im Prinzip über einen langen Zeitraum anaerob. Und das ist halt einfach unangenehm. Das tut so richtig weh. Und je mehr du das trainierst, umso besser schaffst du es auch, in diesen anaeroben Bereich reinzugehen. Umso mehr Millimol Laktat hältst du tatsächlich aus, um ohne zusammenzubrechen und dich noch bewegen zu können. Das ist Training. Ich vergleiche das oft mit einem Alkoholiker, der, wenn einer regelmäßig trinkt, ja, dann hat er kein Problem, mit ein paar Promille noch gerade auszugehen. Ich, wenn das machen würde, ich liege ja schon noch zwei Bier flach. Und das ist einfach, das ist Training und das ist mit der Laktatverträglichkeit ist das genauso. Du musst da einfach die harten Läufe regelmäßig machen, die Intervalle runterklopfen, 100er Serien, 150er, 200er, 300er, damit du das aushältst und damit du einfach dann das Tempo durchlaufen kannst. Wird das dann angenehmer oder wird es sogar noch unangenehmer? Wie ist so das Gefühl? Ja, das wird noch unangenehmer. Aber du kannst einfach dieses Unangenehme dann irgendwo trotzdem aushalten und dich trotzdem noch bewegen. Also bei mir war es regelmäßig so, nach einem harten Training oder auch nach Wettkämpfen, dass ich 20, 30 Minuten neben der Bahn gelegen bin und nicht gewusst habe, wo ich mich hindrehen soll, weil alles so weh tut. Kotzübel, sobald du aufstehst, musst dich wieder hinlegen und es dauert dann 20, 30 Minuten, bis das Laktat mal runterkommt, abgebaut wird und dann geht's auch wieder. Was passiert da bei dir im Kopf? Das ist ja tatsächlich eine riesen Kopfsache, diese Leistung dann auch abzurufen, selbst wenn du vom Trainingsstand her gut bist. Wie pushst du dich da ans Limit? Was hast du da, du wirst ja garantiert irgendwelche mentalen Programme haben, die dir dabei helfen. Also einerseits den Schmerz auszuhalten, das Unangenehme auszuhalten, dich da weiter zu pushen, zu motivieren und andererseits eben auch diese Grenze zu halten. Ja, also ich habe jetzt keinen Mentaltrainer oder da ganz spezielle Programme, aber ich glaube schon, dass ich mental relativ stark bin. Also was ich immer mache vor wichtigen Rennen, ist eigentlich den Lauf im Kopf 100-mal durchzuspielen. Ich stelle mir das schon eine Woche vorher oder am Vorabend im Bett genau vor, wie das Rennen ablaufen wird. Auch verschiedene Szenarien spiele das durch, vom Startschuss über die Beschleunigung, die ersten 100, wie sich das anfühlt. Und habe eigentlich schon ein ziemlich klares Bild im Kopf eigentlich und bin da, geht dann, wenn dann der Wettkampf ist, da voll fokussiert rein. Also da, das ist dann ein bisschen so ein Tunnel, wo man das im Kopf eh schon 100-mal durchgemacht hat und dann ist man da voll in dieser Welt und hört nichts anderes mehr und ist da voll fokussiert und dann ist auch in dem Moment, wo der Pfiff ertönt, dass man sich fertig machen soll zum Start, da ist dann auch die Nervosität weg. Mich zu pushen, dann hinten raus, wenn es richtig hart wird, da habe ich eigentlich kein Problem damit oder noch nie gehabt und da kann ich voll ans Limit gehen. Und gerade je größer die Meisterschaft oder umso mehr es da geht, umso leichter fällt es einem eigentlich da alles zu geben. Ich glaube nicht, dass man da irgendwas an Zeit liegen lässt. Das Schwierige ist eigentlich im Sprint locker genug zu bleiben, weil locker ist schnell. Das kennst du sicher auch. Versuch mal irgendwie einen Arm zu schwingen. Lass locker. Das wird viel schneller gehen, als wenn du anspannst, verkrampfst und dann versuchst, eine schnelle Bewegung zu machen. Das geht viel, viel weniger gut, das ist langsamer. Und gerade im Sprint ist es immer dieser Wechsel zwischen der Muskel kontrahiert, spannt an, irgendwie, du musst ja diese Explosivität auf die Bahn bringen
und dann diese Schwungphasen dazwischen, wo du das Bein durchholst, das Knie vorbringst, die Arme, das muss dann wieder locker sein, damit es schnell ist. Und da nicht zu verkrampfen auf die letzten 150 Meter, sondern diesen Schritt und diese Lockerheit aufrechtzuerhalten, das ist das Schwierige. Im Training, der Trainer bei mir dann 100 Mal reinschreit, locker, 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 man ist schon am Limit und er schreit immer noch locker. Aber er hat ja recht, weil wenn ich mich dann wirklich drauf konzentriere und das schaffe umzusetzen, meistens fühlt sich dann weniger anstrengend an und wenn ich auf die Stoppuhr schaue, war es schneller. Ach, spannend, ja. Was mir so, weil du vorher gefragt hast, wie wird man zum 400-Meter-Sprinter? Wenn man auf 100 Meter nicht schnell genug ist, dann muss man das machen. Also, das war wirklich so ein bisschen mein Manko. Für einen kompletten Sprint hat es nicht gereicht. Also ich habe eine relativ schlechte 100 Meter Bestzeit mit 11,40. Das ist wirklich ja nicht besonders gut. Fliegen schon deutlich besser und dann meine Stärke war einfach das Tempo, das ich laufen kann, das über 200 oder 400 Meter dann zu halten. Das konnte ich gut. Deswegen sind es dann die 400 und 800 Meter geworden. Ja, es ist ja gar nicht so viel langsamer, ne? Also deine 100 Meter Zeit fast. Genau, auf, normalerweise auf sagst 400. Du irgendwie so 200 Meter Zeit mal 2 plus 3 Sekunden. Wenn du das schaffst auf 400, dann hast du schon ziemlich das Optimum rausgeholt. Also das ist auch, wo sich so die Weltklasse 400 Meter Läufer bewegen, das ist ungefähr das, was du verlierst. Und eben mit den 11,40 und meine 48 Ding, ja, da bin ich auf 12,05 Schnitt auf 100. Bei die letzten drei sind ja fliegend, also ohne den Start. Da gewinnst du ja ein bisschen Zeit. Also die Läufer, die jetzt zuhören, die können das gerne ja mal simulieren. Nimm dir einfach irgendwie eine 100 Meter Strecke, lauf das durch, so schnell du kannst. Und dann stell dir vor, du musst es jetzt noch viermal laufen. Das kann man ja dann gleich im Anschluss. Ja, genau. Heißt, so eine 100 Meter Bahn, das ist ja auf einer 400 Meter Bahn, eine Runde auf der Innenbahn, genau 400 Meter. Ja, ja. Kann ich jedem nur empfehlen. Eine super Erfahrung. Sehr schön. Ja, du bist Parasportler. Ich frage jetzt mal einfach so ganz naiv. Was unterscheidet dich aus deiner Sicht von Sportlern, die keine Behinderung haben? Meiner Meinung nach gibt's da gar nicht viel Unterschied. Also ich sehe mich da nicht groß anders als nicht behinderte Sportler. Mach im Training das Gleiche, die gleichen Umfänge, trainiere hier in Salzburg jetzt im Triathlon-Leistungszentrum mit den Jungen mit und da ist fast kein Unterschied. Also im täglichen Training sowieso nicht, wie mich der Trainer behandelt, auch nicht. Hängt natürlich ein bisschen davon ab, welche Behinderung man jetzt hat. Klar, bei mir fehlt der rechte Unterarm. Da ist jetzt der Unterschied nicht so groß. Was ich halt schaue, dass ich mir ein paar Sachen dementsprechend adaptiere, damit ich eigentlich im Training alles machen kann. Also im Krafttraining zum Beispiel habe ich so eine Schlaufe genäht, die um den rechten Ellbogen geht und mit der ich eine Hantelstange dann hochheben kann. Also fürs Kreuzheben oder dann gehen auch einbeinige Kniebeugen, so Sachen, oder ein Latzug. Also da kann ich dann im Krafttraining das Allermeiste machen. Im Schwimmen habe ich meistens rechts ein Paddle oben, damit ich da auf mehr Druck komme, damit ich das muskuläre Ausgleich muss natürlich auch im Ausgleichstraining ein bisschen mehr machen, Stabilisation, Rumpfkraft, einfach um diese Asymmetrie ein bisschen auszugleichen und da eigentlich keine großen Probleme zu bekommen. Das ist, glaube ich, was, wo ich mehr drauf achten muss als ein anderer Sportler. Und beim Rad gibt es, und das ist ganz spannend, natürlich auch so ein paar Sachen, wo sie jeder Sportler das eigentlich so adaptiert, dass es für ihn perfekt passt. Das heißt, man hat vielleicht im Parasport und im Sprint ist genauso mit den Prothesen auch eine technische Komponente dabei. Das ist ganz spannend, weil da kann sich jeder individuell was zusammenbauen.
und natürlich dann auch eventuell einen Vorteil rausholen. Also wenn du ein quasi gutes Formel-1-Team hast, die dir da einen schnelleren Wagen bauen, hast einen gewissen Vorteil. Und da ist halt viel Spielerei, viel Tüftelei dabei. Ich habe hier jetzt für meine neue Radprothese aber in Tirol einen super Typ, der alles 3D scannt, das am Computer konstruiert, wird optimieren das aerodynamisch, er druckt es am 3D-Drucker, legt da Carbonflächen drauf und es ist ein super System geworden, wo ich sage am Rad, das funktioniert halt richtig gut und ich kann das handeln, ja, als hätte ich eigentlich zwei Arme. Und nachdem ich mit dem ein paar Mal beim Weltcup gestartet bin, ja, hat es nicht lange gedauert, bis die ersten sowas nachgebaut haben. Mhm. Und bei der Sprintprothese über 400 Meter war es ganz ähnlich, wo wir hier ein Teil konstruiert haben aus Carbon, das in der Startposition ausgeklappt ist. Das heißt, wo ich mich ganz normal aufstützen kann in der Start- und Fertigposition. Und das dann mit dem ersten Armzug nach oben klappt, arretiert und dann in dieser abgewinkelten Position, wie man es im Sprint braucht, bleibt, damit es dann im Lauf auch perfekt funktioniert. Und da fließt halt viel Entwicklungsarbeit rein, bis man sowas konstruiert hat. Und wenn ihr jetzt die 400-Meter-Weltmeisterschaft anschaut, dann gibt es jetzt schon einige Athleten, die genau so ein System haben. Da nimmst du mir auch gleich die Antwort auf eine Frage vorweg. Ich wollte dich nämlich fragen, wie du das auf dem Fahrrad machst. Klar, da brauchst du vielleicht, wobei du beim Sprinten natürlich auch beide Arme brauchst. Fahrrad ist natürlich nochmal ein bisschen spezieller, weil du hast eigentlich drei Sachen. Einmal musst du irgendwo den Lenker halten können, dann hast du die Schaltung und du hast die Bremsen. Ja, wie machst du das eigentlich? Der rechte fehlt und der linke ist da. Bremsen, da habe ich mich selber gefragt, weil das ist nicht so easy. Eigentlich die neuen Räder, die neuen guten Rennräder haben mittlerweile Scheibenbremsen mit Hydraulik. Und da geht es ganz schwer, irgendwie diese zwei Hydrauliksysteme, also Vorder- und Hinterbremse, zusammenzufassen, weil das dann mit dem Druck nicht mehr passt und so weiter. Und dann habe ich mir mal schlau gemacht, wie das die anderen Para-Radrennsportler machen. Und dann hat der gesagt, ja, er bremst halt nur vorne. Wie nur vorne? Da haut's dich ja drüber. vorne ist die Bremskraft, das passt schon. Du kriegst das ins Gefühl, ja. Und tatsächlich mache ich das jetzt so und bremse halt nur mit der Vorderbremse. Und durch das, dass es eine Scheibenbremse ist, habe ich halt auch da eine gute Bremswirkung und hat da noch keine Probleme. Mhm. Schaltung gibt es mittlerweile elektronische Schaltungen von SRAM, von Shimano. Das funktioniert auf Knopfdruck und du kannst dir die Knöpfe dorthin legen, wo du sie haben willst. Das heißt, ich habe im linken Griffband die zwei Knöpfe verbaut und kann mit Daumen und Zeigefinger vorne und hinten rauf und runter schalten, ohne dass ich da irgendwie die Position ändern müsste. Und dann Lenker halten, ja, da denkst du eigentlich easy, weil irgendwie Prothese, greift irgendwie rum oder schraubst an, das geht schon. Aber im Triathlon hast du dann noch die Herausforderung mit den Zeitfahrrädern, dass du von einem Oberlenker in die Aero-Position wechseln willst. Mhm. Und das mit Prothese machen, wenn die fix irgendwo rechts drum greift, das zu lösen, du kannst ja dann nicht rübergreifen und irgendwie das um und so. Und das muss ja dann auch schnell gehen und du musst auch schnell wieder von der Aero-Position hochkommen, wenn es zum Bremsen wird, weil du vorne keine Bremse hast. Und da haben wir jetzt ein System entwickelt, wo das Ganze auf einer Schiene läuft oder das, ja, so eine Führungsstange und ich da voll schnell hin und her fahren kann und dann quasi in den Endpositionen jeweils ein gutes Handling habe. Aber das war eben was, wo ich gesagt habe, das haben wir hier mit dem Tiroler Tüftler gemeinsam entwickelt und das funktioniert jetzt richtig gut. Wir reden ja jetzt schon über Triathlon. Du trainierst jetzt Sprintdistanz Triathlon, kommst von der Mitteldistanz und Sprint 400, 800 Meter. Wie kommt das eigentlich? Es ist so, 2012, London gab es noch 800 Meter in meiner Kategorie bei den Paralympics. Danach wurden diese längeren Distanzen alle gestrichen aus dem paralympischen Programm. Auch viele andere Disziplinen, also die schauen eigentlich, dass sie da das Programm immer straffer
bekommen, weniger Bewerbe, mehr Showcharakter. Kann man gutheißen oder auch nicht. Auf jeden Fall, ich konnte mich da nicht wehren und eigentlich alle diese längeren Bewerbe sind weggefallen. Und wer mich kennt, weiß, dass ich aber eher der Ausdauertyp bin und ich habe schon gesagt, nicht so guter Sprinter, aber hinten raus die längeren Distanzen, das liegt mir eher. Und somit war der Triathlon dann die Chance, ein bisschen auf die längeren Strecken zu gehen. Das ist das eine. Und das zweite war, ich habe dann 2016, glaube ich, war das, einfach nach der Saison mal gesagt, hey, ich in der Saisonpause, ich probiere mal einen Triathlon zu starten, will schauen, nur quasi aus Spaß, ich mache da mit, habe ein bisschen hintrainiert, ein, zwei Monate und bin dann gestartet. Und es hat einfach extrem viel Spaß gemacht, hat auch ganz gut funktioniert. Ich habe da meine Altersklasse auch gleich mal gewinnen können beim Triathlon hier in Österreich im Nichtbehindertenbereich. Und dann ist es immer mehr worden und irgendwann ist halt dann der Entschluss gereift, ey, ich will schauen, ob ich es da international auch schaffen kann, irgendwo in einen Bereich zu kommen, der spannend ist. Und da bin ich jetzt gerade mitten im Prozess, bin heuer im Mai eigentlich meinen letzten 400er gelaufen und habe gesagt, mittlerweile kompletter Fokus auf Triathlon, nichts anderes mehr und schau, ob ich mich hier noch für Tokio, das wären die Paralympics nächstes Jahr, qualifizieren kann. Und ja, habe eigentlich dadurch wieder extremen Spaß am Training gefunden, eine neue Herausforderung, kann mich motivieren und ich weiß nicht, ob mir das hier noch ein Olympiazyklus lang gelungen wäre auf 400 Meter, wo ich das doch schon jetzt ja über so einen langen Zeitraum gemacht habe. Wahrscheinlich hätte ich auf 400 Meter sicher noch das ein besseres Ergebnis gebracht und wäre da wahrscheinlich auch noch ganz gut dabei. Aber das war auch eine Entscheidung, wo ich gesagt habe, hey, es muss Spaß machen und ich muss das gern machen, damit ich mich jeden Tag aufraff, wenn ich da ein paar Stunden jeden Tag trainieren soll. Und ja, dann deswegen dann der Wechsel zum Triathlon und nochmal die neue Herausforderung. Kann es mir gelingen, dass ich da irgendwo den Anschluss an die Weltspitze oder erweiterte Weltspitze schaffe? Du hattest auch im Vorgespräch ja schon gesagt, dass du also das Schwimmen und auch Radfahren schon vorher zu deinem Trainingsprogramm dazu gehörte. Zum Teil. Also Radfahren immer schon als Ausgleich, oft zum Aufwärmen oder einfach wenn die Laufkilometer schon viel waren und man noch ein bisschen was im Ausdauerbereich machen wollte, war Radtraining schon immer ein Teil. Schwimmen, also leistungsmäßiges Schwimmen, Kraulen nicht wirklich. Das hat angefangen eigentlich mit einer Bandscheibenverletzung bei mir. Ich hatte 2014 einen Bandscheibenvorfall und war gezwungen eigentlich ja mit dem Laufen auszusetzen, zumindest für ein paar Monate, konnte dann nichts machen und war dann natürlich oft im Schwimmbecken, entweder Aquajogging oder halt Schwimmen und habe da das erste Mal eigentlich dann auch Kontakt so mit einem Triathlon-Trainer gehabt, der immer mal wieder rübergeschaut hat und gesagt, hey, da mach das anders oder das könntest du so machen, mir da Techniktipps gegeben hat und bin so ein bisschen in dieses Kraultraining dann reingekommen, wo ich irgendwann dann mehr als ein paar Längen geschafft habe. Das ist interessant. Ich habe gestern im Fitnessstudio einen getroffen, den ich da schon länger kenne. Der hat nämlich auch gerade mit einem Bandscheibenvorfall zu tun. Der ist halt genau mitten in dem Prozess gerade. Was ja erstmal eine ziemliche, wie soll ich es mal positiv formuliert, erstmal eine Bremse ist zumindest. Es ist schon ein Riesenrückschlag, ja. Man muss dazu sagen, du bist danach, hast du ja nochmal, also du hast die Europameisterschaften gewonnen, bist, meine ich, danach 2017 auch danach nochmal Weltmeister geworden. Das, was ich heute häufig von Menschen höre, die einen Bandscheibenvorfall haben und was die zum Teil auch von den Ärzten gesagt bekommen, ist, du wirst nie wieder ... können oder sie glauben selbst, oh, ich kann hier nie wieder irgendwie das machen, was ich vorgemacht habe. Bei dir ist es ja genauso, du hast sogar nochmal absolute Spitzenleistung gebracht. Was würdest du jemandem empfehlen, der vielleicht gerade in dem Prozess ist oder der mit einem Bandscheibenvorfall zu tun hat oder jemanden kennt, der damit zu tun hat? Wie geht man damit um und kommt wieder dahin, dass man sich auch wieder normal belasten kann? Wahrscheinlich kann man da nicht
ein globales Rezept irgendwo empfehlen, weil das ja dann doch die Verletzungen zu unterschiedlich sind. Das kann ja von einer Vorwölbung bis zum einfachen, mehrfachen Bandscheibenvorfall verschiedenste Bereiche. Also da ist ja jeder ein bisschen unterschiedlich. Für mich war das am Anfang schon ein großer Rückschlag und ich habe dann eigentlich die Energie, die ich halt vorher ins Training gesteckt habe, habe ich dann in die Reha gesteckt und halt regelmäßig meine Übungen gemacht, Aquajoggen gegangen, Physiotherapie, habe dann auch eigentlich meine eigenen Übungsprogramme entwickelt, aus dem ist ja dann auch später irgendwo die Firma Windhund entstanden. Und was mir dann auch noch geholfen hat, und da hat sicher nicht jeder einen Zugang, aber war ein Laufband, das dir einen Teil des Körpergewichts wegnimmt. Das ist so ein, weiß nicht, wie heißt es, Alter G, weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Es ist ein, also ein Luftbalk eigentlich, der um ein Laufband gebaut ist. Und du setzt dich da rein, kriegst eine Neoprenhose und die wird, und über einen Reißverschluss, der gut abdichtet, wirst du da von oben reingesetzt. Und dann gibt's einen Kompressor und der bläst diesen Luftbalk auf. Und das, vom Prinzip her ist das wie wenn du mit einem Finger in einen Luftballon drückst und quasi das drückt dich wieder raus. Und der hebt dich dann ein bisschen auf. Und je nachdem, wie stark dieser Druck ist, kannst du bis 90% oder 95% des Körpergewichts wegnehmen. Und dann eigentlich ganz langsam wieder ins Laufen reinfinden. Und dann fängst halt mal an mit 50% des Körpergewichts und quasi dann ist die Stoßbelastung, die ja beim Laufen kann das ja gleich mal das Fünffache des Körpergewichts sein. Und wenn du da ein paar Kilo wegnimmst, sparst du dir da schon ganz viel Stoßbelastung. Und bei mir, ich glaube, ich habe dann mit 70% angefangen und bin dann jede Woche irgendwie um 5% hoch, bis ich halt dann irgendwann mit 95% eine halbe Stunde schon durchlaufen konnte ohne Probleme. Und dann habe ich eigentlich wieder angefangen, draußen auf der Laufbahn zu laufen und bin habe eigentlich wieder ins Lauftraining reingefunden. Aber dann hast eigentlich nicht das Problem, dass du diese Strukturen, dass die noch mehr abbauen, weil du halt monatelang aussetzt. Ja, und es zeigt auch ganz gut, dass im Prinzip diese schrittweise Annäherung, die man ja eigentlich im Training auch häufig umsetzt, also dass du halt peu à peu immer in kleinen Schritten dich stärker belastest und der Körper gewöhnt sich dran. Aber du überlastest ihn eben auch nicht, indem du halt irgendwann sagst so, oh, jetzt gehe ich mal vom Fahrrad auf die Laufstrecke oder so. Weil die Gefahr ist ja, wenn du wie im Gips, ja, da siehst du ja mal, was passiert, oder wenn Astronauten ein paar Monate im All sind, wie stark die Muskeln atrophieren und auch die Bänder, Knorpelstrukturen abbauen. Und eigentlich da zu schauen, dass das stark bleibt, ist ganz schwierig, wenn du dann auf einmal gar nicht mehr laufst, weil Training ist ja doch extrem spezifisch und du kannst jetzt auch nicht übers Radfahren da eine Laufform erhalten. Das geht gar nicht. Du hattest eben schon mal angesprochen, Krafttraining machst du auch. In welchem Umfang gehört das für dich dazu? Ist ein regelmäßiger Bestandteil, jetzt im Herbst, Winter deutlich mehr als dann im Frühjahr, Sommer, wenn es in die Wettkämpfe reingeht. Was ich das ganze Jahr lang mehrmals in der Woche mache, ist normales Stabilitäts- Kräftigungstraining, sagen wir so Richtung Bodyweight-Übungen, Slingtrainer, einfach Rumpfstabilität, weil das was ist, das du überall brauchst, sei es beim Schwimmen, beim Radfahren, beim Laufen, unterstützt das ganz, ganz gut. Und dann dazu kommt noch das spezielle Krafttraining, wirklich mit Gewichten in der Kniebeuge, Beinpresse, spezifische Übungen fürs Laufen, fürs Radfahren. Das mache ich vielleicht zweimal die Woche. Und in welchem Wiederholungsbereich trainierst du da? Gut, das ist jetzt in einem, sagen wir mal, eher noch ein Hypertrophie-Bereich, also irgendwo zwischen 8 und 12 Wiederholungen aktuell. Wird jetzt dann in Richtung Winter mehr noch in den Maximalbereich rein, noch weniger Wiederholungen und dann wieder ein bisschen zurück.
Also mehr, noch mehr Gewicht, weniger Wiederholung im Winter. Genau, genau. Und dann gehst du auch mal in den Kraftausdauerbereich oder bist du eher Hypertrophie, Maximalkraft? Wenig eigentlich. Also das holen wir uns eher über das spezifische Training. Also zum Beispiel am Ergometer, dass ich sage, ich fahre kurze Intervalle oder ich gehe mit einem Fuß aus den Clips raus, fahre 30 Sekunden mit einem Bein. Das ist halt volle Kraftausdauer, spezifisch ein Bein direkt am Wettkampfgerät. Und das Gleiche kann ich auch im Bereich Lauf machen, was nicht, sei es Übersprünge oder Einbeinläufe, so Hinkeläufe, wo ich da noch viel spezieller trainieren kann, als ich das in einem Studio oder im Kraftraum überhaupt könnte. Gibt es etwas, was aus deiner Sicht Menschen, die keine Behinderung haben, von Menschen mit Behinderung lernen können? Da tue ich mir schwer. Was kann man von einem Parasportler lernen? Ich glaube, wahrscheinlich am ehesten, dass das Jammern nichts bringt. Und wenn man sich mal anschaut, mit welchen Schicksalen, und ich würde da jetzt mich selber gar nicht meinen damit, andere Leute oft zu kämpfen haben und die das meistern und wie gut die damit umgehen, ja, dann werden die eigenen Probleme auf einmal oft ganz klein und das hilft dann sicher, ja, viel leichter und entspannter durch den Alltag oder dann durchs Training zu gehen. Ein wichtiger Teil des Trainings ist ja auch die Regeneration. Also Schlaf hatten wir eben schon mal angesprochen. Wonach richtest du dich da? Also hast du einen vorgefertigten Plan und ziehst den dann einfach durch? Oder gibt es auch Dinge, wo du einfach auch bewusst drauf achtest, um zu gucken, okay, wie gut bin ich jetzt regeneriert und passt dann, ich sage jetzt mal, dynamisch dein Training danach ran? Unter der Überschrift, es geht ja immer darum, genau die richtige Balance zu finden aus B- und Entlastung. Da tue ich mir einerseits mittlerweile ein bisschen schwerer, weil halt die Firma gut läuft und sich gut entwickelt und da viel zu tun ist und dann natürlich da viel Zeit reinfließt und das vielleicht dort und da dann in der Regeneration fehlt, wo man vielleicht noch regenerative Maßnahmen umsetzen könnte oder mal einen Mittagsschlaf einschieben könnte und das jetzt nicht passiert. Andererseits habe ich aber da auch quasi mit der Erfahrung, mit den Jahren und mit dem Alter ein bisschen gelernt, einfach auch besser auf den Körper hören und sie nicht mehr jedes Training durch, nur weil es am Plan steht. Also ich bin da schon mittlerweile so, dass ich da ganz gut in mich reinfühlen kann und manchmal, wenn ich merke, heute geht's gar nicht oder der Puls ist nicht in dem Bereich oder ich fühle mich nicht gut, dass ich dann auch mal einen Gang runterschalt oder ein Training abbrech oder weniger mach oder das komplett auslass. Also das ist mir mittlerweile dann egal oder mache ich dann bewusst, kommuniziere das mit dem Trainer und dann laufe ich auch nicht Gefahr eigentlich, dass ich da irgendwo ins Übertraining komme oder dass es dann zu viel wird oder zu Verletzungen kommt, weil das ist sicher die Gefahr, wenn man da einfach, ja, drauf bleibt und nur weil es am Papier steht und man glaubt, das machen zu müssen, dann auch macht. Dann lieber ein, zwei Trainings mal versäumen oder nur ein halbes Training machen. Da verliert man viel weniger, als wenn man nachher wegen Überlastung oder Krankheit dann Wochen oder Monate aussetzen muss. Und das Entscheidende ist ja, über einen langen Zeitraum eigentlich gut und kontinuierlich durchtrainieren zu können. Dann schaffe ich eigentlich diese Leistungsentwicklung, wenn ich über Monate oder Jahre durchtrainieren kann. Was ich aktuell auch noch mache, ist eine HRV-Messung. Wollte ich schon drauf zu sprechen kommen, ja? Okay. Also das ist ein Tool, das ich für mich entdeckt habe, eigentlich so im halben Jahr. Ich habe vor ein paar Jahren schon mal damit experimentiert, weil ich glaube, ein sehr sinnvolles Tool damals, war das aber dann zu unpraktikabel mit dem Brustgurt und irgendwie einer App, die nicht ordentlich gelaufen ist und so weiter. Und da hat sich ja auch einiges getan in den letzten Jahren und jetzt habe ich ein System gefunden, das passt gut. Und da lese ich schon auch raus, nicht nur das eigene Gefühl, sondern dann sagt mir auch das System, hier, du bist im Übertraining oder überlastet, schau mal, dass du
was zurücknimmst oder im manchmal ist ja auch andersrum, dass man sich gar nicht so fit fühlt und aber alles andere oder das HRV-System dann sagt, nee, hier, Werte sind top und du kannst eigentlich Höchstleistungen bringen und meistens läuft es dann im Training auch ganz gut. Ich messe auch morgens immer. Also ich richte mich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch nicht sklavisch nach dem HRV, sondern es ist einfach ein zusätzlicher Wert, den ich halt im Hinterkopf habe. Ein Informationspunkt mehr, den du hast. Ja. Genau das habe ich nämlich auch schon festgestellt, dass ich halt morgens dachte, so heute ist nicht so, fühle ich mich nicht so gut, also nicht so kraftvoll irgendwie. Und dann war aber der Wert super und dann bin ich ins Training und Nach 5 oder 10 Minuten geht's dann auf einmal ganz gut, ja. Ja. Was für ein System verwendest du da? Ich verwende mittlerweile, das ist ein 24-Stunden-System mit Handgelenksmessung. Super praktisch, weil du nicht in der Früh extra nochmal früher aufstehen musst, ruhig liegen bleiben und dann irgendwie da 10 Minuten rumtun musst, sondern der misst es eigentlich in der Nacht, wenn ich im Tiefschlaf bin und durch das wird's ja dann auch sehr vergleichbar und ich habe das halt wirklich jeden Tag. Das heißt Whoop, das System, ist eine amerikanische Firma. Wenn du, weiß nicht, ob du Tour de France oder so geschaut hast, haben viele der Athleten auch dieses Armband oben gehabt. Sieht aus wie eine Armbanduhr, nur ohne Uhr. Also es ist wirklich nur so ein Armband und ich glaube, die haben ja ganz ein gutes System eigentlich, um den Puls übers Handgelenk zu nehmen, wo meiner Meinung nach die anderen Hersteller der gängigen Pulsuhren noch ein bisschen hinterherhängen und dann nicht so gute Werte rauskriegen. Weil HRV ist halt dann doch nochmal eine andere Nummer als nur der Puls. Ich verwende die Apple Watch, die macht seit, ich glaube, einem Jahr, gibt die auch einen HRV-Wert raus und der ist, ja, also ich habe bisher noch keinen Weg gefunden, da irgendwelche relevanten Informationen rauszuziehen. Ich mache das halt mit dem Polargurt. Aber das ist natürlich ein bisschen umständlicher. Würde ich mir nochmal angucken. Whoop heißt das Ding, sagst du, ne? Whoop, ja, ich kann da den Link schicken. Ist eine ganz coole App und die trackt auch all deine Belastungen untertags. Das heißt, du gehst laufen, Radfahren, Krafttraining. Ja, trackt aber nur die Herzfrequenz und somit quasi gibt es dann einen Belastungsscore, der sich über den Tag aufbaut. Und da fließt aber auch ein bisschen dann natürlich Stress und so weiter mit ein. Und dann quasi 20 ist Maximum und dann siehst du, okay, heute bin ich bei 18 oder 19, wo liege ich? Oder wie war die Gesamtbelastung über den Tag? Plus wie viele Schlafstunden, Ruhepuls plus HRV und damit hast du eigentlich schon ein relativ viel abgedeckt und kannst ziemlich gut ableiten, wie gut bin ich in Form. Und ich habe das gesehen heuer vor der WM. Da war eine Woche vorher, war der Wert noch richtig schlecht. Und man nimmt ja dann raus, reduziert die Umfänge, macht nicht mehr so viel, versucht viel zu schlafen, gut zu essen und so weiter. Und tatsächlich ist das dann Tag für Tag angestiegen und Tag vor dem Wettkampf war es schon top und am Wettkampftag auch und war dann auch richtig guter Wettkampf. Also es korreliert schon ganz gut mit der tatsächlichen Leistungsfähigkeit dann. Ja, du hast eben schon angesprochen, gut zu essen. Nun ist ja der Treibstoff auch ganz wichtig, gerade besonders als Leistungssportler. Wenn dir da irgendwas fehlt, dann ist dein Körper auch nicht so leistungsfähig. Worauf achtest du denn konkret bei deiner Ernährung? Ich habe da eigentlich kein spezielles Rezept. Ich schaue schon drauf, dass ich sehr ausgewogen esse und möglichst viel selber mache eigentlich. Also wenn's die Zeit erlaubt, dann koche ich gern selbst. Da weiß ich, was drinnen ist. Dann passt auch irgendwo meistens die Relation Kohlenhydrate, Proteine, Gemüse und das funktioniert eigentlich am besten. Und darüber hinaus, also Nahrungsergänzungsmittel oder so, da nehme ich eigentlich gar nichts. Hin und wieder mal vielleicht ein bisschen Magnesium, aber das war es dann auch schon. Und worauf ich noch schaue, ist halt auch das Timing, also wann esse ich, damit es dann gut zusammenpasst mit den Trainingseinheiten.
Hast du da vom Timing her gerade, ja gut, laufen ist nach meiner Erfahrung, das ist immer am kritischsten. Ja. Ja, genau. Wenn man da zu dicht vorm Laufen was ist, dann kann das auch unangenehm werden. Was funktioniert da für dich am besten, so als Zeitpunkt? Kommt ein bisschen aufs Training an. Wenn ich so richtig harte Einheiten habe, dann schaue ich schon, dass ich 3 Stunden vorher nichts esse. Also das ist auch noch von meiner Leichtathletikzeit so Erfahrungswerte, 3 Stunden, dann ist okay, dann kommt auch nichts mehr hoch. Mhm. klar, wenn das Training nicht zu hart ist, einen lockeren Dauerlauf, da kann ich auch vorher noch was essen. Das ist dann in der Regel kein Problem. Also das einfach aufs Training abstimmen, beim Radfahren oder beim Schwimmen ist es auch nicht so kritisch. Und man sollte aber dann trotzdem was im Magen haben. Also nüchtern, das habe ich, glaube ich, am Anfang schon gesagt, macht es dann auch keinen Spaß. Da, wenn die Einheit ein bisschen härter wird, dann fehlt da einfach die Energie. Klar, kann es auch ein Trainingsmittel sein, dass man sagt, man baut mal einen nüchtern Lauf oder was ein, wenn man irgendwo Richtung Fettstoffwechsel gehen will. Aber gerade wenn es in Richtung Intensitäten geht, dann ist schon sinnvoll, vorher irgendwas gegessen zu haben. Deswegen stehe ich dann auch früher auf, esse noch was zum Frühstück, bevor ich dann ins Training fahre. Wie sieht so eine typische Mahlzeit aus? Also wenn du dir was kochst, hast du da so einen Favorit? Du, was gab's gestern? Gutes Stück Lachs, Gemüse geschnippelt, das im Rohr gemacht und dann daneben ein Reis dazu. Das ist, da habe ich alles dabei. Also das schmeckt super und da weiß ich, da habe ich genug Gemüse, da habe ich Kohlenhydrate, Protein, Fettsäuren, super. Also wenn es sowas gibt, dann perfekt. Ja, jetzt kriege ich schon ein bisschen Hunger. Ja, jetzt ich auch. Bitte Themawechsel. Ja, genau, ich wechsle mal das Thema. Du hattest ja schon eben angedeutet, deine Firma, die nennt sich Windhund GmbH, die hast du gegründet, ist ein Startup, du hast auch Angestellte, führst dieses Unternehmen parallel zu deinem Leistungssport und das kam also im Prinzip aus deiner Regeneration, beziehungsweise aus der Verletzung auch, ja. Nach der Verletzung, wie du damit umgegangen bist. Erzähl mal ein bisschen, wie genau kam das und wieso hattest du dann die Idee, hey, da mache ich jetzt eine Firma? Im Prinzip war das ein kleines Projekt am Anfang, weil ich wirklich, du kennst es vielleicht, wenn du irgendwo so Bodyweight-Training machen willst, du hast eine Matte, du hast ein bisschen Zeit, machst ein paar Übungen und so spätestens nach der 5. Übung stellt man sich dann immer die Frage, so und jetzt, was kommt jetzt? Und irgendwie, man kennt so viel und dann fällt einem doch nichts ein. Und ich habe da dann einfach aus dem Eigenbedarf heraus mal angefangen, Übungen zusammenzustellen, habe die dann auch illustrieren lassen von einem Grafiker und mir gedacht, hey, da könnte man doch super Kärtchen oder Trainingskarten draus basteln. Hat eine Anleitung dabei, kann die ziehen, mischen, zusammenstellen, wie man will und habe gedacht, ja, das kommt auch sicher gut an bei Trainingskollegen, den jungen Sportlern oder Trainern und habe mir am Anfang überlegt, soll ich denn da mal 100 Stück drucken lassen so von den Sets oder 200 und mittlerweile haben wir über 50.000 Stück davon verkauft. Also die sind super angekommen von Anfang an über einen Online-Shop, über Amazon, wenn man irgendwo Windhund-Trainingskarten sucht. Und das war ja so die Initialzündung eigentlich dann für die Firma. Und die produziert ihr auch immer noch, oder? 7 Sets, genau, das werden immer mehr. Die produzieren wir immer noch, die verkaufen sich nach wie vor gut. Und ich habe noch keinen Grund gesehen, das einzustellen. Aber mittlerweile machen wir natürlich viel, viel mehr als das. Und gerade mein Bandscheibenvorfall war dann auch so, dann die Überlegung, naja, was kann man denn machen, um so etwas vorzubeugen oder um generell sich um die Gesundheit am Arbeitsplatz zu kümmern. Und wir sind dann hergegangen und haben gesagt, hey, wir wollen da ein digitales Produkt bauen, das Leute unterstützt, einfach fit und gesund am Arbeitsplatz zu sein. Und da haben wir eine coole App mittlerweile, Windhund Workplace, und die vertreiben wir an Unternehmen primär, die das ihren Mitarbeitern zur Verfügung stellen, wo
wir verschiedenste Module, Gesundheitskurse drüber ausspielen können, Events, Umfragen und so ein Komplettsystem, eigentlich eine komplette Software bauen, um das betriebliche Gesundheitsmanagement im Unternehmen abzudecken. Das heißt, ihr setzt euch dann tatsächlich mit der Firma hin und die Firma sagt, hey, wir haben die und die Anforderungen. Das kommt ja auch mal drauf an, was für eine Firma das ist, ne? Ich habe mal im Studium habe ich genau. Eine Zeit lang hier am Hamburger Flughafen in der Gepäckabfertigung gearbeitet. Ich habe es geliebt, weil ich dann den Kopf ausschalten konnte. Aber es war auch eine hammermäßig anstrengende Arbeit. Und alle, die, ich habe das, glaube ich, anderthalb Jahre maximal gemacht, wenn nicht sogar weniger. Und das ist, du sprichst genau das Problem an oder die Herausforderung. Es gibt nicht den einen Job, sondern da gibt es so viel verschiedene. Der eine arbeitet am Gepäckband oder am Fließband und dann gibt es hier Berater und Bankangestellte, die den ganzen Tag sitzen oder andere, die viel reisen oder Schichtarbeit machen. Und so ist halt jedes Unternehmen komplett anders. Und die Herausforderung ist es, da ein System zu schaffen, das so modular aufgebaut ist, dass wir es perfekt eigentlich an jede Firma anpassen können. Und da haben wir machen es so, dass wir mit einer Reihe von Experten Module, so digitale Kurse zusammenstellen und eigentlich aus unserem Kursprogramm, und da haben wir Dutzende mittlerweile, ein perfektes Programm für jede Firma zusammenstellen können. Und das kann dann für einen Büroarbeitsplatz, können das Übungen am Schreibtisch sein und ein Kurs zu wie stelle ich mir denn meine Arbeitsmittel ideal ein und einen Schreibtisch und einen Sessel und ein Thema und was zu Teamwork oder Motivation. Und im Bereich von einem Schichtarbeiter kann das zum Beispiel Themen sein wie ernähre ich mich denn, wenn ich ja nur in der Nacht arbeite oder Schichtarbeit und mich da alle paar Wochen umstellen muss. Und wie sieht's da mit Schlaf aus? Und dann können wir speziell auf die Herausforderungen eingehen, so dass halt jeder am Ende das kriegt, was für ihn passt. Konkret, was empfiehlst du denn jemanden, der in Schichtarbeit arbeitet und dir genau diese Frage stellt? Da müssten wir jetzt unsere Experten fragen, weil das ist genau das, wo ich sage, ich kenne mich nicht in jedem Bereich super aus. Also Laufen, das ist mein Thema. Ja, und da gibt es auch ein Modul Einstieg ins Laufen oder wie finde ich denn mal rein und schaff's 30 Minuten durchzujoggen. Aber für alle anderen Themen, Ernährung, Psychologie, mentale Gesundheit, da haben wir einen ganzen Expertenpool. Die machen die Module mit uns gemeinsam. Wir haben hier ein Content-Team und dann stehen die mit Rat und Tat zur Seite. Und dann kann sich auch jeder Teilnehmer tatsächlich an die wenden, wenn er Fragen hat. Ach so, die sind dann auch persönlich erreichbar? Die sind auch erreichbar, genau. Also je nachdem, wie man sich es dann mit der Firma ausmacht. Aber ansonsten funktioniert das alles digital und ich sehe als Unternehmer dann natürlich auch, wie gut kommt es bei meinen Leuten an, welche Themen interessieren die, wie wird das genutzt. Wir haben auch viele Übungen drinnen, die du je nach, wenn du irgendwo Schmerzen und Verspannungspunkte hast, auswählen kannst und dir dann gezielte Übungen anzeigen lässt. Und dann sieht man, kriegt man da eigentlich ganz gut Daten raus und dann sehen, wo gibt es denn Herausforderungen bei mir im Betrieb, was läuft nicht so gut, welche Themen kommen super an und kannst dieses ganze Thema Gesundheitsmanagement auf einmal greifbar machen, wo das halt vorher viel Kaffeesudleserei war und ich nicht weiß, kommen denn die Sachen, die ich mache bei mir in der Firma gut an, ist das Geld, das ich da in Gesundheitsmaßnahmen und gesunde Arbeitsplätze und so weiter investiert, auch gut investiert, auch wenn jeder sagt, das kommt um ein Vielfaches zurück, aber am Ende des Tages sind es Ausgaben und jeder Unternehmer will dann auch irgendwo einen Return sehen. Das ist das eine. Und die andere Überlegung ist natürlich mittlerweile Fachkräftemangel etc., dass man sich als attraktiver Arbeitgeber positionieren will und einfach für seine Mitarbeiter dann attraktives Angebot schaffen will, auch abseits jetzt der reinen Arbeit, sondern das Drumherum spielt immer mehr Rolle. Ich würde ganz gerne nochmal zu deinem Training kommen oder auch konkret mit Laufen hast du oder Leichtathletik ja sehr viel Erfahrung. Gibt es so schlechte Ratschläge, die du immer wieder hörst, wenn jemand seine Laufleistung verbessern will oder meinetwegen auch im Triathlon?
Genug wahrscheinlich. 400 Meter bezogen, zum Beispiel. Immer wieder gehört, Ausdauer ganz wichtig, weil es ja nicht mehr Sprint, sondern du musst ja quasi eine Minute durchhalten. Da habe ich gesehen, das stimmt überhaupt nicht. Also zum Beispiel der Clemens Zeller, mit dem ich hier viel trainiert habe, der hat dann auch den österreichischen Rekord gebrochen, mit im 45 Sekunden gelaufen, kaum Ausdauertraining gemacht. Also gut wie gar nicht. Vielleicht mal 30 Minuten einmal in der Woche joggen gegangen, aber das war's dann auch schon. Und im Training das meiste oder die längste Strecke 300 Meter. Vielleicht 350. Ach, Wahnsinn. Und der war aber 400 Meter oder ist 400 Meter dann der genau. Rekord. Ja. Ja. 45 Sekunden, damit kommst dann schon in oder damals in die meisten WM-Finals. Und da sieht man eigentlich, wie spezifisch Training ist und wie wenig dann so eine Leistung übertragen werden kann von einem Bereich in den anderen. Und das ist was, glaube ich, wo viel noch immer falsch trainiert wird. Also wenn Leute glauben, ja, sie laufen gut oder sie können dann einen guten Marathon laufen, weil sie eh so viele Stunden am Rad verbringen und da Ausdauer trainieren. Oder Transferleistung vom Schwimmen aufs Rad oder also von einer Sportart, auch wenn es Ausdauersportarten sind, von einer Sportart auf die andere ganz schwer. Und auch in einem Krafttraining, wenn das nicht ganz spezifisch ist, tut man sich schwer, da die Leistung dann wirklich zu übertragen. Du sagtest, du machst viel für die Beine, Kniebeugen, Beinpresse und so weiter. Du machst aber auch Latzüge, Kreuzheben. Was sind so Standardübungen mit Gewichten, die für dich wichtig sind? Also meine zwei liebsten Übungen sind eigentlich Kreuzheben auf der einen Seite und zwar, wie heißen denn die Dinger? Das kennst du sicher, wo man nicht eine Hantel hat, sondern die Hantel um einen rum geht, vorne und hinten. Hexbar. Also genau, diese, so eine Hexbar, ja. Genau. Jetzt ist mir der Begriff runtergefallen. Das taugt mir super, weil das ist dann so ein bisschen Mischung aus Kniebeuge und Kreuzheben. Da habe ich die ganze Kette dabei, also Beine und Rumpf bis hier oben. Und das finde ich super, super effektiv. Da gibt es auch ganz gute Studien, glaube ich, dass da eine gute Leistung sehr stark auch mit der Sprintleistung korreliert. Ach, das ist interessant. Ja, du hast ja, Kniebeuge ist mehr, wenn man es vereinfacht darstellt, mehr die Vorderseite, Beinvorderseite, Kreuzheben mehr die Rückseite. Und da, das ist so eine Mischung aus beiden, ne? Und Kniebeugen, klar, auch sehr spezifisch. Ich mache dann viel einbeinig tatsächlich, aus eigentlich zwei Gründen. Erster Grund, du hast auch im Radfahren und im Laufen eigentlich nie eine beidbeinige Belastung, sondern immer nur die Stützphase auf einem Bein. Das heißt, es ist spezifischer. Und zweiter guter Grund, du musst nicht mit so hohen Gewichten arbeiten. Also du kannst eigentlich die Hälfte oder halt ein bisschen mehr von der Hälfte des Gewichts nehmen und dadurch habe ich weniger Belastung jetzt am Rücken oder Nacken für den gleichen Trainingseffekt und arbeite deswegen viel, viel einbeinig. Machst du es an der Beinpresse auch einbeinig? Mache ich auch. Also da mache ich beides. Mhm. Tatsächlich beidbeinig und einbeinig. Gibt es das, was du vor 10, 15 Jahren schon gern über Training und Trainingserfolg gewusst hättest? Wir hatten es vorher schon kurz angeschnitten, was man so als man irgendwann lernt mit den Jahren, diese absolute Verbissenheit und ein Training durchziehen zu müssen und nicht so sehr auf den eigenen Körper zu hören. Das ist was, das habe ich über die Jahre jetzt gelernt, da tue ich mir jetzt viel leichter. Und das war was, wo es mir früher sicher öfter passiert ist, dass ich dann einfach oft zu viel, zu hart trainiert habe, sodass es irgendwann dann auch kontraproduktiv wird, weil du dich in einer Trainingseinheit zu sehr vernichtest und dann halt mal geschlaucht bist und die nächsten paar Trainingseinheiten dann dementsprechend weniger weitergeht, wo es sicher gescheiter wäre, nimm einmal raus und trainiert dafür dann auf einem hohen Level wieder weiter. Ich bin sicher, dass du bestimmt auch viele, das sieht man dann in der Öffentlichkeit halt meistens nicht so, sei denn, es ist mitten im Wettkampf,
dass du sicher auch einige Sachen gemacht hast, die nicht funktioniert haben oder wo du einfach auf die Nase gefallen bist. Hast du so einen, also jetzt im übertragenen Sinne, hast du einen Lieblingsmisserfolg? Also einen, ja, wirklich einen Favoriten, den du mit uns teilen möchtest? Mir fallen, also so aus dem Wettkampfleben fallen mir zwei Sachen ein. Das eine, und das trifft sich gerade, das war wirklich zum Anfang meiner Karriere, die ersten Paralympics, Peking 2008. Bis zu dem Zeitpunkt bin ich noch nie unter 50 Sekunden gelaufen, über die 400 Meter, und das war immer mein Ziel, da einmal, also unter 50 Sekunden bleiben. Und dann bin ich im Vorlauf dort 49,45 gelaufen, über eine halbe Sekunde drunter, und die letzten 30 Meter noch richtig locker, ich habe gesehen, easy qualifiziert fürs Finale, muss nicht alles geben, lockerer Schritt, super. Und dann bin ich im Finale, habe mir gedacht, so, jetzt kannst du nochmal drauflegen, da sind noch ein paar Zehntel drinnen, jetzt gibst Vollgas. Und wahrscheinlich durch dieses unbedingt wollen, verkrampfen etc. bin ich dann 300stel langsamer als im Vorlauf gelaufen. 45, 48. Nee, oder 800stel. Ich glaube 45, 53 waren's. 49, 53. So, jetzt haben wir es richtig. Und 500stel an der Bronzemedaille vorbei. Also bin dann Fünfter geworden, ganz knapp. Im Ziel nicht wirklich gewusst, war jetzt Dritter, Fünfter. Und mit der Vorlaufzeit hätte ich damals eine Medaille gemacht. Also das war schon so ein eigentlich super Rennen. Hier zweitschnellste Zeit ever, die bis dahin gelaufen bin. Auch wieder unter 50 Sekunden. Aber diese 500stel, die dann am Ende gefehlt haben, um wirklich sagen zu können, hey, das war ein Mega-Rennen. Aber das war halt dann auch Ansporn, es 4 Jahre später besser zu machen. Und dann nimmt man das mit ins Training und vergisst man dann auch nicht, und das motiviert dann umso mehr, das in Zukunft besser zu machen. Zweite große, ja, Misserfolg, das war 2016. Da war ich, glaube ich, in der Form meines Lebens. Da bin ich 200 Meter Bestzeit gelaufen, irgendwie eine Woche davor, und habe gewusst, ich kann eine 47er Zeit laufen auf 400. Das habe ich mir zugetraut und stand bei der Europameisterschaft auch wieder im Vorlauf in den Startblocks. Ich war so heiß und dann auf die Plätze, fertig, und ich bin rausgestartet, und dann erst kam der Schuss. Und ja, disqualifiziert, raus, EM vorbei. Und ich glaube, mit einer 52, also 53 Sekunden wäre ich noch ins Finale gekommen. Ich hätte 5 Sekunden sitzen bleiben können da am Start und loslaufen und hätte es geschafft. Aber da war die Anspannung so hoch und ich weiß nicht, irgendwo ein mentaler Aussetzer und ja, Fehlstart. Und aus dem habe ich natürlich auch viel, viel gelernt. Gerade was so die mentale Vorbereitung angeht, in einen Wettkampf rein, und dass du dich halt durch nichts anderes da draus bringen lassen darfst, auch wenn vorher irgendwo noch ein Startabbruch ist oder irgendwas, dass du da schnell wieder reinfindest und dann dein Programm abrufen kannst. Hast du Vorbilder? Ja, wenige. Einen im Laufen, wo ich sage, der war so ein bisschen ähnlich unterwegs, auf ähnlichen Strecken, auch ähnlich trainiert wie wir damals in der Trainingsgruppe. Sebastian Coe, ich weiß nicht, ob du den kennst, in den 70er, 80er Jahren der erfolgreichste Mittelstreckenläufer, hat auf 800, 1500 Meter da extrem viel gewonnen, einen Weltrekord gelaufen, und war aber auch so neben dem Laufen schon immer akademisch gut unterwegs und hat nachher auch eine spannende politische Karriere, und mittlerweile ist er Verbandspräsident vom Leichtathletikverband. Also hat auch ein bisschen was am Kasten und halt nicht nur quasi das Laufen, sondern man merkt, der hat halt nebenbei auch was geschafft. Deswegen, gutes Vorbild. Eine Frage ist mir noch ganz wichtig, und zwar die Tatsache, dass du ja Leistungssportler bist und Unternehmer. Ich weiß ja, wie es ist, wenn man zumindest in meinem Fall ein kleines Unternehmen führt. Im Prinzip ist bei mir fast jeder Tag so, dass ich etwas plane und es kommt dann doch irgendwie anders. Richtig, das kenne ich. Und ich bin jetzt kein Profisportler,
versuche halt jeden Tag und ich kriege das auch in der Regel hin, mein Training unterzukriegen. Mein Training ist aber häufig nicht optimal, nicht so, wie ich es geplant habe, weil ich dann zu wenig Zeit habe oder so. Das ist bei dir jetzt natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer, weil du wirklich auf mit der Weltelite hier im Wettkampf bist. Wie kriegst du das hin? Ja, ich versuche wirklich mir die Trainingszeiten, also die als gegeben anzusehen. Und klar ist das auch mit dem Trainer abgesprochen. Ich bin jetzt nicht bei jedem Training dabei, das irgendwo mittags oder früher Nachmittag oder so ist. Also da haben wir die Zeiten schon so ein bisschen optimiert, dass das auch ganz gut zusammengeht. Aber diese Zeiten, die stehen dann in meinem Kalender. Und das sieht bei mir auch jeder im Team, hat da Zugriff und weiß, wann habe ich meine Trainingszeiten und wann bin ich im Büro oder für andere Themen verfügbar. Und dann kommt eigentlich das ganze Business, kommt da oben drauf und wird da drumherum geplant. Weil wenn ich es andersrum machen würde, dann würde es mir so gehen, dass ich wahrscheinlich zu fast gar nichts komme und dass Trainings kürzer ausfallen oder ausgelassen werden. Und dann wird es mit im Leistungssport nicht funktionieren. Also da plane ich das um die Trainingseinheiten alles rum. Ansonsten, ja, bin ich mittlerweile sehr happy, einige super Mitarbeiter zu haben, die mir da auch viel abnehmen können, super selbstständig arbeiten, so dass ich nicht in jedem Detail involviert sein muss. Und die Leute auch mal allein zum Kunden fahren können, Calls machen und man mich da nicht überall braucht. Es bleibt halt wenig Zeit für andere Sachen. Das ist sicher so. Also neben Sport und Arbeit gibt's dann nicht viel Freizeit und deswegen wird es mit der Firma auch immer mehr. Wird's dann auch nächstes Jahr so sein nach Tokio, wenn ich es dorthin schaffe, dass ich irgendwann sage, hier, Leistungssport, es war schön, aber irgendwann ist dann auch die Zeit, damit aufzuhören oder das zurückzuschrauben, damit man Zeit auch für andere Sachen dann findet. Wann ist eigentlich die Qualifikation für Tokio? War die schon oder kommt die noch? Na, die läuft schon. Das zieht sich über ein ganzes Jahr. Also da gibt es ein Ranking und das geht über ein Jahr, also Ende Juni bis Ende Juni. Ende Juni 19 bis Ende Juni 20 und da zählen die drei besten Bewerber zählen in dein Ranking und dann dieses Ranking hergenommen und da dürfen die Top 9 der Welt tatsächlich nur, weil es ja auch verschiedene Klassen gibt, dann in Tokio am Start stehen. Ich glaube, eine oder zwei Wildcards gibt es noch, also es wird dann ein sehr kleines, elitäres Feld aus 10 bis 11 Startern sein. Von den Bewerben ist so die Weltmeisterschaft, die zählt am meisten. Und dann gibt es eine World Series und dann gibt es World Cups. World Series ist auch noch höher bewertet und dann die World Cups ein bisschen drunter. Gibt es verschiedene viele Punkte für einen Sieg und dann für jeden Platz, den du hinter dem ersten bist, gibt es quasi 7,5% Punkte Abzug. Also du musst schauen, wo fährst hin, wo fahren die anderen hin, wo kann man welche Platzierung machen. Ist so ein bisschen Pokerspiel auch dabei, wie viele Wettkämpfe startest du, schaust früh in der Saison schon oder später und ja, viel Reisetätigkeit auch. Also es wird jetzt Ende Februar tatsächlich schon losgehen mit dem ersten Wettkampf in Australien. Und das ist ein World Series Event, also gibt es richtig fette Punkte und da werde ich gleich mal am Start stehen und schauen, dass ich da gute Punkte hole, damit ich im Ranking vorkommen oder das ein bisschen verteidigen kann und natürlich die Hoffnung, ein bisschen so Ende Februar, dass da vielleicht noch nicht alle sagen, ja, da fahre ich schon nach Australien und mache einen Wettkampf. Ist das öffentlich? Kann man das verfolgen irgendwie, diesen Wettkampf? Das kann man verfolgen. Da gibt's die Seite vom Internationalen Triathlonverband, triathlon.org. Da gibt's Wettkämpfe, da gibt's auch einen eigenen Parasportbereich und da wird man sicher sehen, Davenport, Australien, Wettkampf, da gibt es dann die Ergebnisse drinnen und es gibt sogar, glaube ich, eine Live-Übertragung, allerdings im Triathlon-Verband, im Internationalen, haben die das hinter eine Paywall gegeben und da braucht man tatsächlich irgendwo ein Abo, damit man sich die weltweiten Triathlon-Events alle anschauen kann. Okay, aber die Ergebnisse gibt es auch so?
Aber die Ergebnisse und natürlich auf meiner Website, ich habe einen Pressemann, der sobald das Event vorbei ist, dann entsprechend eine Pressemeldung rausgibt und das dann steht dann auch auf meiner Website oder Social Media. Also es bleibt nicht lange ein Geheimnis, wie es mir dann dort gegangen ist. Mensch, Günther, ich drücke dir alle verfügbaren Daumen. Das klingt unglaublich spannend und auch inspirierend. Ja, danke dir. Bin auch gespannt, wie es wird und ob das klappt tatsächlich. Wie ist dein Gefühl? Na, ganz gut. Aktuell bin ich jetzt Sechster im Quali-Ranking. Wenn ich das verteidigen kann, dann passt's, aber da kommt von hinten schon noch einiges. Da weiß ich, es sind noch ein paar starke Athleten, die vielleicht noch nicht so viele Wettkämpfe gemacht haben. Aber gleichzeitig sehe ich ja im Training, dass noch einiges weitergeht. Gerade im Schwimmtraining schwimmen wir immer mal wieder Tests. Und da mache ich schon noch deutliche Fortschritte. Und so hoffe ich, dass ich da nächstes Jahr dann auch nochmal bei den Ergebnissen was drauflegen kann. Und dann müsste es eigentlich passen, aber kann natürlich immer viel dazwischen kommen. Aber ja, ich gebe mein Bestes und dann hoffe ich, klappt das auch für Tokio. Wie sehen denn deine Ziele aus für dein Unternehmen Windhund? Hast du da eine Vision, wo es dahin gehen soll? Ja, ich habe da schon die Ambition, dass das eine führende oder die führende Plattform wird für Gesundheit am Arbeitsplatz tatsächlich. Wir haben Anfang des Jahres auch ein kleineres Investment bekommen, da jetzt rein investieren können, machen da extrem viel im Content, sind jetzt 7 Leute, arbeiten mit Krankenkassen in Deutschland zusammen und es entwickelt sich sehr dynamisch, sehr spannend und das wird halt dann das sein, wo ich meine ganze Energie draufstürze, wenn es im Sport dann nicht mehr so viel ist und ist dann irgendwie so der perfekte Übergang, wo ich sage, hey, ich muss mir dann keinen Job suchen oder überlegen, was studiere ich jetzt, so wie es vielen Leistungssportlern geht, sondern habe es eigentlich irgendwo geschafft, das parallel jetzt aufzubauen und kann dann Windhund richtig groß oder noch größer machen, wenn ich dann mehr Sportzeit habe neben dem Sport. Ihr habt ja auch einen Podcast gestartet. Worum ja, geht's da? Wir treten da in deine Fußstapfen. Und da dreht sich auch alles um Gesundheit am Arbeitsplatz. Wir haben ja extrem viele Experten, mit denen wir diese ganzen Module und die Inhalte erstellen. Und da haben wir gesagt, das wäre doch schade, wenn wir die nicht auch vors Mikro bitten würden und nehmen eigentlich mit jedem unserer Experten jetzt eine Podcast-Folge auf. Da geht's mal um Rückengesundheit, da geht's um mentale Fitness, da geht's um Wintersport in der nächsten Folge. Also ganz verschiedene Folgen, aber irgendwo auch immer mit einem Bezug zum Arbeitsplatz für ja Leute, die hier im Job nachgehen und sich fragen, wie kann ich denn mein Leben möglichst gesund und fit gestalten? Wie heißt der Podcast? Der heißt Stay Healthy, der Windhund-Podcast. Das kann man sich merken. Super. Wo findet man dich am besten, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte, Günther? Oder auch mit deiner Firma? Ach, wir sind im Internet überall zu finden, unter meinem Namen Günther Matzinger, sei es Facebook, sei es Instagram oder die Website mit günthermatzinger.com und Windhund, auch ganz einfach windhund.com und sonst vor Ort hier in Salzburg im Olympiazentrum jeden Tag am Vormittag anzutreffen, wenn mal wer vorbeischauen will. Salzburg ist ja immer ein Besuch wert. Ja, gerade jetzt im Winter kann man ja mal vorbeikommen hier zum Skifahren oder zum Langlaufen. Gibt es noch irgendwas, was ich nicht gefragt habe, was dir noch wichtig wäre? Gute Frage. Ich glaube, wir haben extrem viel abgedeckt. Fällt mir jetzt gar nichts ein. Dann wünsche ich dir noch viel Erfolg. Erstmal für deine sportlichen Ziele, für das große Ziel Tokio. Auch für deine beruflichen Ziele, also für deine Firma. Finde ich ganz toll, was ihr da macht. Und ihr tragt ja auch dazu bei, dass die Welt noch gesünder und fitter wird. Da ziehen wir an einem Strang. Das ist auch das, was mich motiviert. Und du hast das letzte Wort. Ja, Marc, vielen Dank. Wünsche ich dir genauso. Sei es Sport, sei es Business. Und ich bin tatsächlich auch immer mal wieder in Hamburg. Vielleicht schaffen wir es ja mal, gemeinsam eine Laufrunde zu starten. Ich habe gehört, es gibt da auch ganz gute Laufstrecken. Oh ja, es gibt hier die Hamburger Außenalster, das ist eine der schönsten Laufstrecken, wie ich finde, der Welt.
Und die solltest du auf jeden Fall mal kennenlernen. Also wäre mir eine Ehre, dich dazu begleiten. Die zeigst du mir mal. Würde mich freuen. Eine letzte Frage habe ich noch an dich. Wenn du auf allen Smartphones da draußen eine Nachricht aufpoppen lassen könntest, was steht da drauf? Da steht drauf, stay healthy. Diese Folge wird ermöglicht von Yasio. Ich bin immer wieder überrascht, wie schnell meine Klienten Fortschritte machen, wenn sie sich ihre Ernährung erstmal bewusst machen. Und dabei hilft dir eine Ernährungstagebuch-App wie Yasio. Du erkennst unbewusste Muster in deiner Ernährung sofort und kannst sie frühzeitig verändern. Ich empfehle Yasio nicht nur deswegen, weil sie diesen Podcast ermöglichen und ich die App selbst verwende, sondern weil ich auch den Gründer kenne. Und ich weiß, dass die Jungs und Mädels, die dort arbeiten, wirklich mit Leidenschaft jeden Tag an dieser App arbeiten und sie von Woche zu Woche besser machen. Auf fmmapp.de, also fmmapp.de, bekommst du die App kostenlos. Und die Pro-Version, wenn du möchtest, zum halben Preis. Dieses Angebot gilt nur für Fitness mit Mark-Hörer, also geh auf fmmapp.de. Cool, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Falls du Feedback hast zu dieser Show oder Vorschläge für Interviewpartner, die ich in einer der nächsten Folgen interviewen sollte, schick mir eine Mail an podcast@marathonfitness.de. Die Shownotes und weitere Infos findest du unter marathonfitness.de/podcast. Und da findest du auch Links, wie du mich über Twitter, über Facebook oder über andere Wege erreichen kannst. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes oder über Stitcher oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Die beste Möglichkeit dran zu bleiben ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder auf deinen Computer liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes gehst und dort nach Fitness mit Mark suchst. Oder du gehst auf www.marathonfitness.de/podcast und klickst auf Abonnieren. Wenn dieser Podcast dir gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf iTunes, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein, versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen.